aus dem Rücklauf werden nochmal gereinigt. Auch wenn diese einen sauberen Eindruck machen, wer weiß nicht, wie die zwischengelagert worden sind und ähnliches. Es werden also grundsätzlich alle Gläser aus dem Rücklauf erneut gereinigt. Dazu habe ich hier einfach eine ganz normale Haushaltsspüle mit etwas Spülmittel. Nehmen die Gläser raus, haben Sie wie hier noch solche Reste vom Etikett, weiche ich die ein. Ist das Glas soweit sauber, stelle ich die direkt in die Haushaltsspülmaschine. Habe ich ein fremdes Glas dabei, wird es aussortiert. Die Gläser mit den Etiketten weichen jetzt eine gewisse Zeit ein und werden dann mit der Hand vorgereinigt. Befinden sich in dem Deckel noch die Deckeleinlagen, werden die mit einem stumpfen Messer einfach herausgehoben, bevor sie gereinigt werden. Ebenso werden die Deckel noch gereinigt. So, sind die Deckel soweit auch fertig? Werden sie noch unter klarem Wasser nachgespült und idealerweise mit einem Obstdörrautomat luftgetrocknet, damit man sie nicht mit einem Lappen oder ähnliches auswischen muss. Die Gläserdeckel werden jetzt im Obstdörrautomaten getrocknet und die Gläser in der Spülmaschine gereinigt. Das dauert so etwa 2 Stunden, danach wird sie direkt von diesen Geräten zur Abfüllung verwendet.